Guten Morgen alle zusammen. Also willkommen zu dem dritten Vlog jetzt schon inzwischen, auch wieder mit Sven heute. Und zwar habe ich mir gedacht, ich mache mal einen Vlog darüber, wie wir so damit klarkommen, dass ich vegan bin und dass er halt normal ist und wie wir so unser Essen vorbereiten. Also normalerweise nicht, wenn es gerade irgendwas Krasses gibt. Und da dachte ich mir, ich nehme euch einfach mal mit und zeige euch auch, wie wir zusammen Sport machen, weil Sven ist auch ziemlich sehr sportlich und ich halt weniger so. Und wir kriegen das trotzdem ziemlich gut hin, dass wir halt so unterschiedlich sind, aber trotzdem irgendwie passt. Das zeige ich euch heute in diesem Vlog. Und Sven war gerade joggen und ich habe geduscht und jetzt geht es eigentlich bald los. Da gehen wir auch einkaufen. Dann zeige ich euch einfach, wie wir kochen und wie wir das Ganze so machen. Aha, und da haben wir einen Sven zurück vom Joggen. Juhu, wie immer motiviert. Ist ja auch perfektes Wetter zum Laufen. Hat Spaß Hallöchen. Gemacht. War super cool. Oh, meine Beine tun so weh. Ich glaub's dir. Und weiter geht's mit unserem gemeinsamen Workout. Wir machen das meistens so, dass wenn mehr trainiert oder halt mit Gewichten und wir machen manchmal auch unterschiedliche Übungen. Also heute haben wir zum Beispiel unterschiedliche Übungen gemacht. Er hat Oberkörper trainiert und ich Bauch und Beine und Po. Und ja, meistens trainieren wir dann halt einfach zeitlich zusammen und Sven macht halt dann ein bisschen mehr als ich. Und es klappt eigentlich auch ganz gut, wenn wir das halt gemeinsam machen, aber trotzdem jeder so sein Ding. Wir haben ganz süße Vögel auf dem Dach entdeckt, die waren richtig süß. Die Schwalben haben einfach da gehockt und haben uns beim Sport zugeguckt. Voll süß! Okay, ich mache jetzt auch mal weiter. Yay, auf dem Weg nach Hause. Bisschen spät, aber wir schaffen das noch. Eine Runde Essen zu machen. So, ihr Lieben, das haben wir gerade so ein bisschen zusammen gekauft. Und Sven und ich machen immer zusammen Essen, aber auch getrennt. Also er macht meistens Fisch oder Fleisch, wenn er welchen isst. Er isst selten Fleisch, deswegen passt das mir eigentlich auch ganz gut. Und wenn er halt irgendwas isst, dann isst er Fisch und dann macht er das halt selber. Meistens irgendwie mit irgendwas zusammen. Wahrscheinlich wird er heute Zwiebel und mit ein bisschen Kräuter machen. Keine Ahnung, was Sven da so für einen Plan hat. Und dann machen wir meistens beide gemeinsam eine Gemüsebeilage. Also heute gibt es Süßkartoffelpommes mit Guacamole. Und dann mache ich meistens noch ein bisschen Tofu dazu. Oder wenn ich irgendwas Proteinhaltiges brauche. Manchmal esse ich auch einfach nur das Gemüse. Also das reicht mir dann auch. Und eigentlich kochen wir dann immer relativ friedlich zusammen. Also die Süßkartoffelpommes mache ich immer im Ofen, weil der hat einen weniger Ölverbrauch. Also in den Süßkartoffelpommes, also für zwei Süßkartoffel, habe ich ungefähr einen Esslöffel, großen Esslöffel Öl reingemacht und das ist eigentlich richtig gut. Und für die Avocado habe ich auch so einen kleinen Trick, dass ich da immer ein bisschen heißes Wasser reinmache, dann wird die Soße halt so ein bisschen soßiger, halt so weicher, ist nicht so fest und es hat halt auch weniger Kalorien und man kann mehr davon essen, halt so von der Masse her. Und
Und meine Tofu-Würstchen mache ich meistens mit heißem Wasser, weil das halt einfach, ja, da ist weniger Fett dann drin, als wenn ich das anbrate, obwohl das Bratwürstchen sind. Aber manchmal mache ich die halt auch mit Olivenöl und brate die dann an, aber das ist eher so selten. Und Sven benutzt im Gegensatz zu mir sehr gerne Öl, halt auch sehr gerne Butter oder Butterschmalz. Aber das passt für ihn, weil er so viel Sport macht, geht das auch voll klar, dass er sowas isst. Die Süßkartoffelpommes sind ein bisschen zu lange drin gewesen, aber der Rest ist fertig. Könnt ruhig anmachen, alles gut. Und wir haben das Salz vorbereitet und jetzt gucken wir wahrscheinlich einen Film, wenn wir irgendeinen guten finden. Und ja, die restlichen Tofu-Würstchen habe ich mir für morgen gelassen, weil morgen fahre ich wieder zurück. Und die werde ich heute nicht mehr essen. Und ja, dann war es das eigentlich von meiner Seite aus so. Wir kochen immer so ungefähr so getrennt und machen halt eine gemeinsame Beilage und es läuft eigentlich ganz gut. Und wir haben beide jetzt Hunger. Okay, bye. Ich hoffe, euch hat der Foodvlog gefallen. Smile for the camera. Es gibt Harry Potter. Natürlich auf Deutsch, ja.